Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich, ein paar Enthaarungsprodukte mit dir zusammen testen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Idee kam mir tatsächlich, als ich letztens bei Amazon mir diese Zuckerpaste geholt habe von Elavea. Und die wollte ich dann auf jeden Fall mal mit euch zusammen testen. Und dann hatte ich in meiner Pinkbox diese Enthaarungscreme von W drin. Silky Fresh Enthaarungscreme für Körper und Beine. Und dann hatte ich mir gedacht, ich hole mir noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel die Kaltwachsstreifen von W. Und um das Video komplett zu machen, habe ich hier auch noch meinen Epilierer. Den habe ich auch schon mal vor die Kamera gehalten. Der ist einfach von Ideenwelt von Rossmann. Das ist ein ganz netter Epilierer. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal diese vier Alternativen zum Rasierer mit dir zusammen testen. Denn ich glaube, jetzt so im Sommer Richtung Urlaub und so bietet es sich ja an, so eine langfristige Haarentfernung mal sich anzuschauen. Und ja, ne? Ihr werdet mich heute wahrscheinlich auch ein bisschen leiden sehen, also freu dich drauf. tief durchatmen. Genau, also ich habe tatsächlich damals vor 10 Jahren, 15 Jahren, noch länger her, mal so eine Enthaarungscreme getestet. Kaltwachsstreifen habe ich auch tatsächlich schon das ein oder andere Mal verwendet und fand sie nie so prickelnd. Eine Zuckerpaste habe ich noch nie verwendet und den Epilierer verwende ich immer im Gesicht, weil mir das auf den Beinen einfach zu lange dauert. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit meinem Gesicht. Ich epiliere tatsächlich meinen Pflaumen von der Oberlippe und dafür verwende ich einen Epilierer, weil ich das einfach am langanhaltendsten und am schonendsten tatsächlich finde. Ich hatte auch mal so Kaltwachsstreifen genommen, aber ich hatte dadurch auch immer mal wieder blaue Flecke im Gesicht und das fand ich dann nicht so schön. Da finde ich den Epilierer tatsächlich besser. Ihr solltet allgemein Haarentfernung, wenn es darum geht, die Haare aus den Wurzeln rauszuziehen, dann machen, wenn eure Haut relativ weich ist und im Gesicht zum Beispiel nach einem Gesichtsdampfbad oder nach einer Gesichtssauna oder halt jetzt nach dem Duschen. Ne? Also ich habe jetzt gerade frisch geduscht, deswegen sitze ich hier auch im Schlafdress vor dir. Und dann ist es nämlich so, dass die Haut halt weicher ist und du die Wurzeln einfach besser rauskriegst. So, gucken wir uns erstmal an, wie meine Oberlippe aktuell aussieht. Das Enthaaren meiner Oberlippe mache ich jetzt nicht allzu häufig. Das mache ich so, weiß ich, alle ein, zwei Monate oder so. Weil ich habe jetzt ja nicht so ein Vollbart oder sowas, aber ich habe schon so ein paar Härchen, die mich dann einfach stören. Und gerade wenn man dann auch Foundation trägt, dann sieht man die. Ich weiß nicht, in der Kamera sieht man das vielleicht jetzt nicht so ultra. Ich kann euch jetzt auch nicht so noch näher ranholen. Ich kann mal vielleicht ein bisschen näher zur Kamera kommen. Moment. Jetzt bist du mir aber ganz schön nah. Also man sieht es gerade hier so im Bereich, ne, sieht man es minimal. Ich meine, ich habe blonde Haare, ne, was will ich hier erzählen, aber ein bisschen sieht man schon, finde ich. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen und es stört mich und ich kann es wegmachen, wenn ich da lustig drauf bin und das bin ich. So sieht ein Epilierer tatsächlich ja aus. Du hast da halt die verschiedenen Zacken, wo die Haare halt reingegriffen werden und dann werden die rausgezogen. Wunder dich nicht, ich habe hier den Spiegel von der lieben Jana in der Hand und werde dann halt immer in meinen Spiegel schauen, wenn ich mir die Haare wegmache. Die Nase juckt da übrigens immer so, weil du halt ja diese Vibration hast, ne? Ja, du hast ja bei mir gesehen, dass es tatsächlich so ist, dass ich erst vorsichtig anfange und erst auch so ein bisschen zurückzucke, weil das schon wehtut, aber nicht so mega, ne? Und dann gewöhnt man sich halt irgendwann an den Schmerzen und geht dann halt auch ein bisschen so rauf und runter und in alle Richtungen und so und dann ist es auch kein Problem mehr. Ja, und so sieht das Ganze dann halt vom Endresultat her aus. Ne? Ja, ist halt effektiv und ist dann halt auch relativ glatt. Also ich habe jetzt noch ganz, ganz feine Härchen da, das finde ich aber auch nicht schlimm, die dürfen da bleiben. Und ja, da hat der Epilierer auf jeden Fall gute Dienste geleistet.
Nach so einer Prozedur benutze ich gerne so ein Produkt, was man halt als Aftershave-Produkt benutzt oder halt auch als, ne, nach der Haarentfernung. Und das werde ich gleich auch auf den Beinen verwenden. Das ist von Balea das Aftershave-Pflegegel sensitiv und das spendet nicht nur Feuchtigkeit, sondern pflegt die Haut und ja, beruhigt sie. Ne? Sie ist jetzt ja einfach irritiert. Das ist jetzt nicht irre rot bei mir, weil meine Haut ja auch dran gewöhnt ist, aber man sollte es dann auf jeden Fall nachher verwenden. Deswegen sei nicht verwundert, wenn es hier gleich in meinem Gesicht etwas glänzt. Das ist einfach jetzt diese Aftershave oder After-Epilierung Pflege. Und ja, das beruhigt die Haut und das tut gut. Danach hast du dann einfach keine Irritation. Das ist ganz angenehm. Epilierer kann ich euch, wie gesagt, empfehlen. Für die Beine ist er mir einfach in dem Sinne, es dauert mir zu lang. Ich bin da zu faul für. Und für die Achseln kann ich ihn persönlich nicht verwenden, weil ich laufe danach rum wie so ein Bodybuilder, weil ich glaube, ich habe dazu viele Haare oder zu dicke Wurzeln. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall funktioniert das bei mir nicht so gut. Das kann jeder für sich selber so entscheiden, aber bei mir hat es nicht so gut funktioniert und ich hatte vor allem danach echt blaue Achseln. Das war nicht gut. Bikini-Zone, da muss jeder für sich selber wissen, wie schmerzempfindlich er ist. Das nächste Produkt, was ich jetzt verwenden werde, ist die Veet Silky Fresh Haarentfernungscreme. Ja, das ist ein Produkt, was in halt so einer Box kommt und da hast du sowohl die Creme drin, das ist diese hier, als auch so einen Spatel. Und zwar nimmst du die Creme und verteilst die mit dieser Seite des Spatels, ne? Und gibst die damit quasi auf deine Haut auf. Und damit musst du, wenn du jetzt zum Beispiel die Beine damit enthaaren möchtest, dein komplettes Bein eincremen. Es ist nicht so ratsam, das mit den Fingern zu machen. Also entweder machst du das so mit Einweghandschuhen oder mit Gummihandschuhen oder halt mit diesem Spatel. Ja, weil das halt nicht so gut ist für deine Hände, das greift die Hände an. Ne? Das ist halt schon heftiges Zeug. Das lässt du 5 bis maximal 10 Minuten drauf und dann kannst du das mit dieser Ratscheseite des Spatels so abratschen. Und wenn man damit fertig ist, das einmal abgeratscht zu haben, also einmal komplett über das komplette Bein drüber gegangen ist, kann man oder sollte man auf jeden Fall die Reste der Creme abduschen. Also einmal kurz abwaschen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, und das werde ich auf einem der beiden Beine verwenden. Ich präsentiere mein linkes Bein. Ja, ich habe immer mal wieder blaue Flecken. Hier sieht man Streifen von meinen Socken, aber es ist nun mal ein Bein und ja. Ne? Und hier sieht man Streifen noch von meiner Jeans. Super. Ich hole dich mal ein bisschen näher ran, dass du gucken kannst, wie behaart meine Beine zum aktuellen Zeitpunkt sind. Ich habe nämlich, ich glaube, 2 Wochen wachsen lassen. Ich weiß jetzt echt nicht, wie gut man das sehen kann. Mich blendet nämlich mein Ringlicht gerade ein bisschen. Aber gut, ja, so sieht das auf jeden Fall aus. Es ist hier oben relativ wenig behaart. Dafür aber hier unten umso mehr. Ist irgendwie schon ein bisschen creepy, dass ich dir hier gerade meine unrasierten Beine zeige. Aber hey, ja, wir nehmen uns die Enthaarungscreme hier einmal zur Hand. Ich finde, dass solche Cremes übrigens auch immer extrem stinken. Die ist hier noch extra verschlossen. Und die geht eigentlich vom Geruch. Habe ich tatsächlich schlimmer in Erinnerung. Okay, und dann gebe ich die mir einfach auf mein Bein. Das geht eigentlich ganz gut mit dem Spatel. Also ich hätte gedacht, dass es ein bisschen öseliger funktioniert, sprich, dass es ein bisschen zeitaufwendiger ist, aber das lässt sich ganz gut damit verteilen. Doch, gefällt mir schon mal. Da stand jetzt nicht explizit mit dabei, ob man jetzt in die Haarwuchsrichtung oder entgegen der Haarwuchsrichtung das auftragen soll. Ich werde es jetzt in beide Richtungen machen, bis ich halt alles soweit mit der Creme bedeckt habe und ein gutes Gefühl dabei habe. Also ja, man hat jetzt halt wirklich das, dadurch, dass die Haare echt lang sind, dass die ziemlich hoch stehen, ne? Das sieht ziemlich witzig aus. Man braucht schon ganz schön viel Produkt für ein Bein. Dann nehme ich jetzt fast schon die ganze Tube. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, Leute. So, das komplette Bein ist jetzt einmal mit diesem Spatel und dieser Tube eingecremt. Also ich glaube nicht, dass ich die noch für ein zweites Bein verwenden könnte. Krass, aber naja. So, wir haben es jetzt 21.43 Uhr und ich lasse das Ganze jetzt... Ich versuche es wirklich mal maximal einwirken zu lassen. Komm, ne, da sind wir jetzt mal ein bisschen hart unterwegs.
10 Minuten einwirken lassen bis 21:53. Das andere Bein werde ich mit diesen Kaltwachsstreifen behandeln. Hier sind 8 Stück drin. Das ist eigentlich so eine Probiergröße. Und da hast du auch 2 Pflegetücher mit drin, weil das Ding bei diesen Kaltwachsstreifen ist einfach, dass du ja dieses Wachs dann auch auf der Haut hast und das möchtest du ja irgendwie runterbekommen. Und diese Pflegetücher sind halt öldurchtränkt und die entfernen halt nochmal die letzten Rückstände. Das ist eigentlich auch eine ziemlich klassische Methode, die man halt auch so eigentlich kennt, ne? Also hier hast du die Kaltwachsstreifen. Das sind ja im Prinzip immer 2 Stück, also deswegen hast du hier 4 doppelte mit drin. Na, die auseinander, so. Und dann kann man die so auseinanderziehen. Also erstmal sollte man das so in den Händen erwärmen, dann zieht man das auseinander, hat 2 Streifen und die kann man dann entsprechend anwenden. Und dann hast du hier halt deine Wipes, deine Tücher, die mit Öl durchtränkt sind, die du dann entsprechend über das Bein reibst, um die Rückstände zu entfernen. Und danach musst du eigentlich nicht nochmal irgendwie mit Wasser abwaschen oder so. Während mein linkes Bein jetzt sich selbst entharrt, keine Ahnung, während die Creme da einwirkt, kümmern wir uns um mein rechtes Bein und dafür nehme ich jetzt solche Enthaarungsstreifen. Diese Streifen muss man übrigens nicht erwärmen, die nehme ich einfach auseinander und packe sie mir so rum, das heißt, dass diese Lasche nach unten zeigt, auf mein Bein. Da bin ich gespannt. Übrigens, ne, passend zu meinem Nagellack, ein Highlight. So, man zieht es auseinander und du siehst, du hast hier ja 2 Streifen dann. Einen lege ich zur Seite und den anderen packe ich mir auf mein Bein. Das habe ich jetzt ein bisschen unschicklich gemacht, aber das ist, ne, naja, muss man relativ glatt streichen. Die Haut muss dann entsprechend straff gezogen werden, was ich hier oben mit dieser Hand mache. Und dann muss man die Lasche anfassen und ja, parallel zur Haut nach oben ziehen. Da kommt schon einiges in einem Rutsch mit raus, also da kann man sich nicht beschweren. Sind aber halt echt hier Reste auf der Haut zu sehen. Ja, und das mache ich jetzt einfach so lange, bis nichts mehr geht. Also bis quasi entweder keine Haare mehr rauskommen oder alle Streifen benutzt sind. Diese Streifen kann man natürlich mehrfach verwenden. Ne? Also, es ist also jetzt während des Enthaarungsprozesses, da muss man jetzt nicht sagen, oh nein, ich habe ihn jetzt einmal verwendet und kann ihn danach nicht mehr verwenden. Ich gucke mal, wie oft das jetzt geht, wie lange der dann halt quasi noch klebt. Und ich muss wirklich sagen, es tut jetzt nicht weh. Das zwirbelt ein bisschen, aber damit komme ich klar. Wer sich seinen Oberlippenbart epiliert, ist er eh relativ schmerzunempfindlich. So, jetzt kriege ich hier nichts mehr mit raus, aber man sieht, glaube ich, denke ich, meine ich, dass man da ordentlich was rausbekommt. Ne? Also, Entschuldigung Leute, aber dass es hier nicht eklig wird, hat doch keiner gedacht, oder? No. Übrigens wird mein linkes Bein mit der Enthaarungscreme gerade extrem warm. Okay, so, auch dieser Streifen ist jetzt voll mit Haaren und funktioniert jetzt soweit nicht mehr. Das heißt, ich packe den jetzt hier wieder zusammen mit dem anderen und nehme mir einen neuen. Also ich würde auch sagen, dass ich so ungefähr 4 Streifen pro Bein brauchen werde, ne? Das kommt auf jeden Fall hin, beziehungsweise pro Unterschenkel. Den Oberschenkel mache ich ja noch nicht. Also wenn ich jetzt komplett mein Bein machen würde, bis oben zum Poppes, würde ich wahrscheinlich wirklich die ganzen 8 Streifen brauchen. Das ist dann natürlich auch heftig, ne? Ja, du kriegst auch nicht alle Härchen weg, das muss ich auch sagen. Also die großen, die kriege ich wohl, aber die ganz fein, also wenn ich hier auch so drüber fasse, ne? Ganz viele feine Härchen, aber das siehst du halt auch jetzt nicht unbedingt so. Ja, vielleicht wenn die Sonne ganz gut drauf scheint. So, der scheint jetzt auch nicht mehr zu kleben. Puh, das ist ganz schön anstrengend so zu stehen. Normalerweise habe ich mein Bein zum Enthaaren nicht auf einem Tisch stehen, sondern auf einem Stuhl. Ja.
Auch dieses hier klebt nicht mehr wirklich, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Und jetzt müssen wir uns eben kurz einmal um das andere Bein kümmern, denn da sind jetzt unsere 10 Minuten abgelaufen. Ich möchte ja nicht, dass mein Bein mir gleich wegfällt. So, jetzt habe ich dieses ganze Kaltwachsgedöns an meinen Fingern. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dann nehme ich mir jetzt hier so ein Ölpad mal. Ich mache das kurz mal über meine Finger drüber, damit ich überhaupt jetzt noch irgendwas greifen kann oder so. Ach, was soll's. Ich mache da auch eben. Dann ist das jetzt ein bisschen länger auf dem Bein drauf. Das kriegen wir auch verwuppelt, ne? Und dann kriegst du aber schwer ab. Man kriegt es ab, aber man muss schon ordentlich reiben, ne? Wenn du so etwas größere Rückstände hast. Dann nehmen wir uns hier mal den Spatel und dann müssen wir entgegen der Haarwuchsrichtung das nach oben ziehen. Und man sieht hier auch tatsächlich schon ein paar Haare. Ne? Also da kommt schon was mit raus. Da bin ich echt gespannt, wie enthaart meine Beine sich gleich gestalten werden. Das ist halt wirklich eine Methode, die tut null weh. Ist halt nur ein bisschen zeitintensiver. So, jetzt kommt übrigens auch dieser typische Enthaarungscreme-Geruch in meine Nase. Und das ist sehr chemisch. Ich glaube, da muss man einfach aufpassen, was für ein Hauttyp man ist. Ob man das überhaupt verträgt, ob das was für einen ist. Denn sowas solltest du wahrscheinlich nicht unbedingt machen, wenn du jetzt extrem sensible Haut hast. So, die Creme ist ab und da sind auch ordentlich viele Haare drin jetzt. Nom nom. Ich werde jetzt mal eben kurz das linke Bein abwaschen gehen und bin dann sofort wieder da. So, hier haben wir tatsächlich mein linkes Bein, was, Leute, ich raste aus, babyweich ist. Also es ist vollkommen enthaart. Das ist ja der helle Wahnsinn. Also ich sehe jetzt auch auf den ersten Blick nicht noch irgendwo irgendwelche Härchen oder sowas. Und es fühlt sich unfassbar glatt an. Also wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich sehe wirklich keine Haare mehr. Das ist der Wahnsinn. Ich sehe noch ganz vereinzelt, sehe ich auch wohl, dass da so Haarwurzeln drin sind oder so. Aber das fühlt sich schön an. Wow. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Bei dem Produkt ist es auch tatsächlich so, dass du bis zu 7 Tage das Glättegefühl haben wirst und danach werden die Härchen wiederkommen. Bei den Enthaarungswachsstreifen ist es so, dass deine Haare, ich glaube, nach 6 Wochen oder so erst wiederkommen sollen. Naja, auf jeden Fall Enthaarungscreme top. Ich creme nur eben kurz das Bein mal ein. Auch wenn das Produkt feuchtigkeitsspendend sein soll und auch feuchtigkeitsspendend ist, ich mache das einfach lieber, weil ich bin so ein Eincrememensch. Also auch jetzt hier beim Eincremen, ich merke ja, dass das wirklich glatt ist. Das heißt, auch die feinen Härchen sind einfach weg und das ist super praktisch. Gerade im Sommer, da müsste ich mir theoretisch jeden Tag oder alle 2 Tage meine Beine rasieren und das brauchst du hiermit nicht. Es fühlt sich so weich an. Leute, das ist, fühlt sich besser an als nach dem Rasieren. Kommen wir nun zum rechten Bein. Da habe ich ja schon tatsächlich dieses Öltuch einmal drüber gerieben, wie auch immer, um halt die Rückstände von dem Kaltwachs runterzukriegen. Ich finde, dass dieses Bein deutlich irritierter aussieht als mein linkes Bein. Wobei ich gedacht hätte, es wäre genau umgekehrt. Also das finde ich hier super interessant. Und ich habe spürbare Härchen hier noch drauf, aber keine sichtbaren Härchen. Also hier unten habe ich auch wohl noch Härchen. Ja, ich glaube, da müsste ich schon mit dem Rasierer nochmal drüber gehen oder ich benutze tatsächlich morgen nochmal auf diesem Bein die Enthaarungscreme. Ich glaube, das, ja, ich glaube, das gebe ich mir tatsächlich, um das halt einheitlich zu haben. Und hier haben wir das Bein von nahem. Also hier habe ich, glaube ich, auch gar nicht gewachst auf dem Knie. Das Knie sieht man auch gar nicht. Super, Claudia. Hier. Genau. Ja, aber ansonsten sieht es soweit glatt aus. Hat aber noch so minimal überall so ein paar Stoppeln und ein paar Härchen, die siehst du vereinzelt noch. Was nicht, sieht man das? Hier? Da? Ich sehe es. Naja, ja, aber ansonsten würde ich sagen, ist es eine coole Sache, das zu, die Haare zu entfernen, aber ich finde nicht, dass es irgendwie rückstandslos jetzt passiert ist. Also ich habe nicht alles mit runtergekriegt. Das war etwas blöd. Müsste ich mich also zum jetzigen Zeitpunkt zwischen den Streifen und der Creme entscheiden? Ich würde die Creme nehmen, tatsächlich, ja.
kommen wir nun zum Ursprung des Ganzen. Ela Wehr. Ach so, ich verlinke dir natürlich alles unten in der Infobox. Habe ich dir aber auch, glaube ich, eben schon mal reingeschrieben. So, 400 Gramm und Strong steht hier drauf. Und ja, man soll... Das ist irgendwie von der Beschreibung her ganz interessant. Entnehme mit den Fingerspitzen eine Portion Zuckerpaste in der Größe eines Golfballs. Ein Golfball ist ungefähr so groß, ne? Trage die Paste entgegen der Haarwuchsrichtung langsam mit Zeige- und Mittelfinger auf. Damit wiederhole diesen Vorgang auf der bereits aufgetragenen Bahn 2 bis 3 Mal. Das heißt, ich soll tatsächlich 3 Golfbälle gleich auf meinen Arm geben. Da bin ich auch sehr gespannt. Ziehe die Paste parallel zur Hautoberfläche mit einer schnellen und ruckartigen Bewegung aus dem Handgelenk in Haarwuchsrichtung ab. Das heißt, also ich werde gleich meinen linken Arm nehmen, ne? Ich habe meine Haare, glaube ich, noch nie enthaart. Meine Armhaare. Ich mag sie eigentlich. Aber, ne, fürs Video dürfen Sie mal ein bisschen dran glauben. Riecht ein bisschen süß nach so Karamell, ne? Fließt... Nicht wirklich, also es ist leicht zähflüssig, ja. Aber ich glaube, ich brauche da Handschuhe für. Ich hole mir mal eben Handschuhe. Hier steht auch drauf, dass es schmerzarm und sanft zur Haut sein soll. Da bin ich echt gespannt. Es ist übrigens auch vegan, das nur auch zur Info, das steht hier auch noch mit drauf. Zuckerrose, Aqua und Citric Acid. Irgendeine Säure, zitrische Säure wahrscheinlich. So, ein Golfball muss also her. Man könnte die Paste auch entsprechend erwärmen, aber sie soll ja gerade... passend sein, um sie aus der da rauszunehmen. Ach du Scheiße, guck mal, wie zäh die ist. Oh oh. Da muss man aufpassen. Das wird, glaube ich, eine ziemlich klebrige Angelegenheit hier. Und Handschuhe waren, glaube ich, echt eine gute Idee. Meine Armhaare wachsen von hier. Das ist ein komisches Gefühl. So wachsen die. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt 3 Golfbälle aufgeben muss. Ich glaube, ich muss die jetzt gleich einfach abziehen. Aber wie? Wow, so wahrscheinlich. Das ist jetzt schwierig mit dem Handschuh, ne? Au. Okay, nee. Ich versuche das jetzt einfach mal kurz ohne Handschuh. Leute, das wird interessant mit uns. Ich kriege den Handschuh nicht ab. Doch. Wie soll ich die Zuckerpaste denn später abkriegen, Leute? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Vielleicht muss man nämlich die Hand dafür ja irgendwie erwärmen. Oh Gott. Ich glaube, ich brauche mehr... Oh Gott, ich habe so Angst, jetzt mit meinen Fingern da reinzugehen. Aber die machen es doch immer mit so einem Spatel. Kann ich mir nicht einfach einen Spatel nehmen? Ich habe die Geschichte jetzt übrigens echt auf meiner Haut, ne? Manchmal machen die es auch so mit Tüchern, dass sie das ja einfach abreißen. Kriege ich irgendwo ein Tuch? Ja, Moment. Okay, ich habe mir jetzt ein altes Küchentuch geholt, was eigentlich schon bei uns bei dem Putzlappen ist. Und ich schneide mir mal kurz was davon ab, weil das geht nicht mit den Fingern. Das geht echt nicht mit den Fingern. Dann lege ich mir das nämlich drauf. Das machen die doch sonst auch immer. Einfach drauf und dann in Wuchsrichtung. Ruckartig parallel zur Haut abziehen. Ich habe so Schiss, Leute. Doch, das funktioniert. Das funktioniert gut. Man braucht also ein Tuch, Leute. Holt euch auf jeden Fall ein Tuch. Alles andere ist nicht gut. So. Da sind auch tatsächlich Härchen drin. Das heißt, es funktioniert. Schmerzarm, ja, schon. Aber nicht schmerzärmer als das jetzt mit den Kaltwachsstreifen gewesen wäre. Ich gucke mal, ob ich das Produkt, was ich hier im Tuch habe, weiterverwenden kann. Streife mir das hier wieder drauf und ziehe das ab. Nee, da musst du neues Produkt verwenden. Da geht nichts mit ab. Und weil ich das nicht mit meinen Fingern auftragen möchte, weil ich habe da eben schon mal reingedippt und das funktioniert nicht, das bleibt einfach hängen, nehme ich mir jetzt einfach mal einen Pinsel. Nee, ich nehme mir von meiner Enthaarungscreme den Spatel. So. Jetzt wird ein Schuh draus. Und dann nehme ich mir die flache Seite und nehme mir damit Produkt raus. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Spatel nachher sauber kriegen will, aber gut. Und das gebe ich mir dann
hier auf. Ich glaube, dass das tatsächlich besser funktioniert und dass das auch auf jeden Fall angenehmer sein wird. Für mich. Aber es ist super umständlich. Das muss ich auf jeden Fall sagen. Es ist nicht mal easy peasy, mal eben schnell gemacht, so wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Das ist ein bisschen doof. So, nehme ich mir das Tuch, lege das wieder drüber, presse das wieder an und ziehe es ab. Ja, so rum, ne? Ja. Aua, das war zu langsam. Aber es hat auf jeden Fall Haare mit rausgerissen, ja. Und die Reste lassen sich dann halt einfach so mit dem Tuch und mit dem Produkt so abnehmen. Aber es steht ja überall, dass es mit den Fingern machen soll. Also das finde ich halt ein bisschen kacke, ne? Naja. Also auch hier wieder, die Haare sind teilweise entfernt. So sieht es übrigens normal aus. Und so halt jetzt quasi enthaart, mehr oder weniger teilweise enthaart. So, ich probiere das jetzt nochmal ein bisschen weiter und schau einfach mal. Also, dass man das halt so anpackt und von alleine ziehen kann, das wird nicht funktionieren. Dafür ist das Ganze irgendwie zu klebrig. Viel zu klebrig. Draufpressen. Und mit der Haarwuchsrichtung abziehen. Man gewöhnt sich an den Schmerz. Aber es ist echt, ne? Du kannst es halt nicht weiterverwenden. Das finde ich halt auch irgendwie kacke. Ich möchte das nicht weitermachen und ich tue es auch nicht. Nö, ich finde das doof. Also Leute, das Produkt wird auf jeden Fall weiter wandern. Das finde ich nicht gut. Dann nehme ich lieber Kaltwachsstreifen oder Enthaarungscreme oder einen Epilierer oder einen Rasierer. Das finde ich viel zu umständlich. Du musst da einfach Tücher für verwenden und irgendwie ist es auch kein schönes Gefühl auf der Haut. Also mein Arm tut echt weh. Wandert weiter. Also ich weiß nicht, wer das haben will, aber bleibt nicht bei mir. Nee, nee, nee. Kann ich nicht empfehlen. Und natürlich kommt hier jetzt auf meinen Arm die Aftershave-Pflege. Oh, das ist auch echt kein angenehmes Gefühl gerade hier. Ich meine, es hat die Haare entfernt, ja. Aber für welchen Preis, ne? Du musst dafür ein Geschirrtuch zerschneiden. Und es fühlt sich auch nicht so geil an. Also, es ist nicht meine Welt, Leute. Aber ich habe es getestet, immerhin. Enthaart gefallen mir meine Arme auch wohl. Aber auch mit Haaren, scheißegal. Ich lasse das jetzt so. Habe ich halt einen mit Haaren und einen ohne Haaren. Egal. Mein Fazit. Es gibt definitiv interessante Alternativen zum Rasierer, die nicht unbedingt besser sind. Das muss letztendlich jeder für sich selber entscheiden. Ich verwende immer meinen Epilierer hier, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Enthaarungscreme vielleicht auch mal bei mir einziehen darf. Das mit den Enthaarungsstreifen, mit den Kaltwachsstreifen, ist auch eine coole Nummer, aber ich finde irgendwie, dass mir einfach zu viele Haare dann stehen bleiben. Ich will es, wenn, dann richtig haben. Ja, und das war's auch schon mit dem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich mehr von diesen Tests machen soll, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist. Claudi testet alles. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!